Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Ihnen guten Abend. In unserem Nachbarland Frankreich eskalieren seit Tagen Protestaktionen. Gestreikt wurde dort schon länger, aber nun geht es dabei immer gewaltsamer zu. Es ist ein Machtkampf, bei dem die Kontrahenten inzwischen harte Bandagen angelegt haben. Auf der einen Seite der französische Präsident und seine Regierung, auf der anderen die französischen Gewerkschaften bis hin zu Schülern und Studenten. Die Regierung will Reformen des Arbeitsmarkts durchdrücken, die den Maßnahmen der sogenannten Agenda 2010 der früheren Regierung Schröder in Deutschland durchaus ähnlich sind. Nur, dass der Widerstand in Frankreich aus langer Tradition in der Regel auf der Straße und dort sehr viel radikaler als bei uns ausgetragen wird. Seit Tagen werden Ölterminals und Raffinerien blockiert und heute weitete sich der wütende Protest der Arbeitnehmer dann auch vor die Tore der 19 französischen Atomkraftwerke aus. Elis Schröder. Remy ist ein gefragter Mann in diesen Tagen, denn er beliefert Firmenkunden mit Benzin. Schwer bewacht ist das Treibstoffdepot in Fos-sur-Mer im Süden Frankreichs. Die Tanklastwagen stehen genauso im Stau wie viele Privatwagen. Doch es gibt einen Unterschied zum Rest des Landes. Hier gibt es noch genügend Benzin. Jetzt hat er alle Hände voll zu tun, die Bestellungen haben sich vervierfacht. Die umarmen uns fast. Die sind dann echt zufrieden. Wenn wir nicht kommen, können die ja nicht fahren. 20-30% aller Tankstellen haben bereits keinen Treibstoff mehr. Oder es können nicht mehr alle Sorten angeboten werden. Lange Schlangen an den Zapfsäulen. Viele machen Hamsterkäufe, obwohl das Benzin noch nicht knapp ist. Ich bin schon an 5 Tankstellen gewesen, seit heute Morgen um 5:30. Nirgendwo gab es Sprit. Zum Glück gibt es hier was. Wir alle sind wütend, denn wir sind ja alle von diesem Gesetz betroffen. Auch die staatlichen Eisenbahnen und alle 19 französischen Atomkraftwerke sind im Streik. Die Stromversorgung ist aber nicht gefährdet. Frankreich kauft im Ausland Strom zu. Das Land ist in Aufruhr. Blockaden, brennende Autoreifen, bestreikte Betriebe. Das gehört in Frankreich zum Arbeitskampf. Doch dieser Kampf ist der härteste seit Jahren. Die Regierung möchte die 35-Stunden-Woche lockern und den Kündigungsschutz aufweichen. Damit will sie die Arbeitslosigkeit von mehr als 10% senken. Doch fast 70% aller Franzosen wollen laut einer Umfrage, dass das Gesetz zurückgenommen wird. Die Regierung bleibt hart. Keine Rücknahme des Textes. Ich denke, dass das Gesetz für die Bevölkerung gut ist, gut für die Unternehmen, gut für die Arbeitnehmer. Es kann die eine oder andere Veränderung geben, aber das Herzstück wird bleiben. Zehntausende sind am Nachmittag in Paris wieder gegen das Gesetz auf die Straße gegangen. Wieder gab es schwere Ausschreitungen, Tränengas und eingeschlagene Fensterscheiben. Die Auseinandersetzungen dauerten bis in den Abend hinein. Währenddessen fährt Remy den begehrten Treibstoff zu den Tankstellen. 9 Stunden am Tag normalerweise. Wegen der Ausnahmesituation hat die Regierung jetzt eine Erhöhung seiner Arbeitszeit zugelassen. 2 Stunden soll er täglich länger fahren. Die sollen es nicht übertreiben. Wir können doch nicht noch länger am Steuer sitzen, um Benzin auszuliefern. Wirklich eng mit der Benzinversorgung wird es, wenn auch Leute wie Remy in den Streik treten. Ja, und Frage an Elis Schröder. In Paris könnte die Streikwelle denn weiter eskalieren? Und das dann ja auch 2 Wochen vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Auf alle Fälle wird weiter gestreikt werden. Ab nächster Woche wird auch die Metro in Paris ihren Betrieb einstellen. So könnte der gesamte öffentliche Verkehr in dieser Millionenstadt doch sehr stark beeinträchtigt werden. Außerdem soll der Flugverkehr für 3 Tage komplett lahmgelegt werden. Der Druck, den die Gewerkschaften hier ausüben, wird also noch deutlich stärker werden. Sie wollen nicht zurückweichen. Die Gewerkschaften haben sogar bereits jetzt angedeutet, man kann auch sagen gedroht, dass es auch die Europameisterschaft betreffen könne. Das lässt Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich wach werden. Damals streikten die Piloten von Air France und erst kurz vor dem Eröffnungsspiel, vor dem Anpfiff, gab es eine Einigung. Über die Hälfte der Franzosen fürchtet jetzt kurz vor der Europameisterschaft, dass es jetzt sogar zu einer Verschärfung der Proteste kommen könnte. Ja, das kann ja doch richtig spannend werden. Vielen Dank, Alice, nach Paris für diese Information. Friedlich 7 Bäume pflanzen und hoffen, dass sie wachsen.
immer wenn sich die G7, das sind die sieben großen westlichen Industrienationen dieser Welt, treffen, wie heute im japanischen Izushima, dann achten sie darauf, dass solch symbolische Bilder entstehen. Ist klar. Die politischen Ergebnisse der Gipfel sind allerdings häufig eher mager. Und dabei gibt es Probleme genug, etwa die Flüchtlingskrise. Kanzlerin Merkel wünscht sich da mehr Unterstützung der G7. Anderer Punkt, wie kann die Weltwirtschaft angekurbelt werden, ohne dass immer neue Schulden entstehen? Oder der heraufziehende Konflikt mit China im südchinesischen Meer. Wie kann die Gefahr einer vielleicht sogar militärischen Eskalation gebannt werden? Wichtige Fragen vom G7-Gipfel, Tina Hassel. Bäume pflanzen vor dem Schrein der Sonnengöttin, dem höchsten Heiligtum des Shintoismus. Ein beinahe spiritueller Akt, der den stetigen Neubeginn symbolisiert. Frisch und neu im Kreis der G7 ist nur einer, der kanadische Regierungschef Trudeau. Der Rest der Runde ringt mit Problemen. Die Kanzlerin steht unter großem innenpolitischen Druck. David Cameron kämpft gegen den Brexit. Gastgeber Abe hat wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und für den US-Präsidenten ist es der letzte G7 seiner Amtszeit. Schon vor Gipfelbeginn appelliert EU-Ratspräsident Tusk mit deutlichen Worten an die Führungsverantwortung der G7 und fordert finanzielle Hilfen für Länder, die viele Flüchtlinge aufnehmen, wie Libanon oder die Türkei. Jene, die uns kritisieren, sollten lieber nachdenken, wie sie ihre Unterstützung erhöhen, denn der Beitrag Europas ist bereits massiv. Auf Initiative Deutschlands ist das Thema Flüchtlinge auf die Agenda gesetzt worden. Konkrete Zusagen für mehr Geld erwartet die Kanzlerin aber nicht. Umso mehr lobt sie die Bereitschaft Kanadas, rund 25.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Ein zahlenmäßig eher kleiner Beitrag, aber ein wichtiges Signal mit erhoffter Sogwirkung. Ich finde, Kanada ist da ein Beispiel, was, wie ich finde, doch auch hervorgehoben werden müsste denn, oder muss. Denn man muss ja sehen, Kanada liegt nun nicht gleich neben Syrien und fühlt sich trotzdem für die Probleme dort verantwortlich. Gastgeber Japan macht sich Sorgen um die schwächelnde Weltwirtschaft und will weiter Geld drucken. Die Kanzlerin drängt aufs Sparen und echte Reformen. Auf ein gemeinsames Konjunkturprogramm einigt man sich so nicht, nur auf einen Mix nationaler Maßnahmen. Will sagen, jeder macht, was er für richtig hält. Obama will auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft noch an seinem politischen Vermächtnis arbeiten und auch das transatlantische Handelsabkommen über die Ziellinie schubsen, allen Widerständen zum Trotz. But also TTIP. Bei TTIP haben wir uns darauf verständigt, die Verhandlungen bis Ende des Jahres abzuschließen. Beim Abendessen werden außenpolitische Krisen serviert. Syrien, der Inselstreit im südchinesischen Meer, die Spannungen mit Russland. Hier leitet die Kanzlerin das Gespräch und denkt vielleicht an ihren ausnahmsweise mitgereisten Ehemann, der sich ebenfalls mit Fassung und vielleicht sogar ein wenig Spaß bemüht, beim Damenprogramm im Kimono im richtigen Takt zu bleiben. Ja, und im japanischen Izushima ist nun meine Kollegin Tina Hassel mir zugeschaltet. Tina, die G7, die waren ja mal die G8. Aber seit Beginn des Ukraine-Konflikts fehlt der russische Präsident Putin. War eine Rückkehr Russlands an den G7-Tisch zu einem G8 heute Thema? Nein, das war es nicht. Und davon geht hier, Thomas, im Grunde auch niemand aus. Im Gegenteil, man sagt, erst ohne Russland sei die G7 wirklich wieder zu einer Wertegemeinschaft geworden. Der Austausch sei viel enger geworden. Die Kehrseite von dieser Medaille ist aber, dass der Gesprächsfaden zu Russland immer brüchiger wird und dass kaum ein außenpolitisches Thema, über das hier gesprochen wurde, ohne Russland nun mal lösen lässt. Tina, morgen reist Obama ja als erster US-Präsident nach Hiroshima, wo die Amerikaner 1945 die erste Atombombe abgeworfen haben. Was wird denn von diesem Besuch erwartet? Nun, Obama versucht da wirklich einen Drahtseilakt. Er ist der erste Präsident, der eben vor Ort den vielen, vielen Opfern gedenkt durch die amerikanischen Atomabwürfe, ohne sich dabei aber direkt zu entschuldigen. Denn man muss wissen, noch immer ist eine Mehrheit der Amerikaner der Meinung, dass der Abwurf oder die Abwürfe gerechtfertigt waren. Zum anderen aber versucht ganz bestimmt der Friedensnobelpreisträger Obama auch vor den heutigen, den aktuellen Gefahren von Atombomben zu warnen. Vielleicht spannt er sogar
sogar einen Bogen bis zum Iran-Deal, also dem Versuch, Iran von einer Atombombe abzuhalten. Da arbeitet also jemand ganz gezielt an seiner Legacy, an seinem politischen Vermächtnis. Das sieht ganz danach aus, dass das ein historischer Tag werden könnte morgen. Vielen Dank, Tina Hassel, nach Japan. Der G7-Gipfel, den G7-Gipfel in Japan kommentiert Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk. Alle Jahre wieder. Viel Ritual, kaum klare Botschaften, hohe Kosten und keine wirkliche Überraschung. Aber vielleicht ist das ja verfrüht. Sie haben recht, noch ist der Gipfel nicht zu Ende. Es gibt wie jedes Jahr die garantiert schönen Bilder. In diesem Jahr der Schrein der Sonnengöttin, symbolisch aufgeladen. Denn diese Göttin steht auch für Lösungen und Auswege. Etwas, das die angereisten Staatschefs gut gebrauchen können, angesichts der vielen internationalen Krisen und Konflikte. Aber ist dieser Kreis der 7, bis vor 2 Jahren waren es mit Russland ja noch 8, überhaupt noch zeitgemäß? Ich finde nein, nicht so. Die G7-Staaten betonen zwar inzwischen immer stärker die gemeinsamen Werte, aber auch, weil die eigentliche Gründungsphilosophie, ein Kreis der wirtschaftlich stärksten Staaten, längst Vergangenheit ist. Deutlich wird das bei China. Immerhin die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das Land sitzt den Gipfelteilnehmern bei vielen Themen gedanklich im Nacken. Noch bevor diese sich darauf verständigt hatten, China aufzufordern, sich friedlich mit den Nachbarn im südchinesischen Meer zu einigen, warnte das Land davor, sich einzumischen. Wirkung verfehlt. Und die Legitimation der G7 als globaler, richtungsweisender Kreis? Die gemeinsamen Werte gibt es vielleicht schon im nächsten Jahr nicht mehr. In einigen Ländern stehen Populisten in den Startlöchern. Ja, die Staatschefs reden miteinander. Aber ginge das nicht auch etwas weniger bombastisch und symbolüberladen und mit mehr Offenheit für neue Konstellationen? Wer weiß, vielleicht bin ich ja zu skeptisch. Und es gibt morgen eine Überraschung. Und der G7 war dann doch mehr als ein Gruppenbild mit Dame. Claudia Buckenmeier kommentierte. Ja, wir machen nun weiter mit Nachrichten. Das Flüchtlingscamp in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze ist geräumt. Und mehr dazu nun im Überblick mit Linda Zavakis. Nach Angaben der griechischen Regierung wurden seit Dienstag tausende Schutzsuchende ohne Zwischenfälle in offizielle Auffanglager gebracht. Viele machten sich allerdings auf eigene Faust auf den Weg und schlugen Zelte in neuen provisorischen Lagern in der Nähe auf. Hilfsorganisationen fordern, dass die Flüchtlinge, die sich in Griechenland aufhalten, schnell in andere EU-Staaten umgesiedelt werden. Die italienische Marine hat 560 Flüchtlinge nach Sizilien gebracht, die den Untergang ihres Schiffes überlebt haben. Das völlig überfüllte Boot war gestern vor der libyschen Küste gekentert. Mindestens 5 Insassen ertranken. Nun berichten die Geretteten von bis zu 100 weiteren Vermissten. Wegen des guten Wetters kommen derzeit viele Flüchtlingsboote aus Libyen. Auch heute kenterte eines davon, mindestens 20 Menschen kamen ums Leben. Kurz vor dem linken Bundesparteitag hat der ehemalige Fraktionschef Gysi den Zustand seiner Partei kritisiert. Die Linke sei saft- und kraftlos, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es schockiere ihn, dass auch Arme, Abgehängte und Arbeitnehmer im Osten die rechtspopulistische AfD wählten. Parallel zur Willkommenskultur für Flüchtlinge hätte die Linke auch um Jobs für untere Bevölkerungsgruppen kämpfen müssen. Die Börsendaten. In New York schloss der Dow Jones Index mit leichten Minus bei 17.828 Punkten. Der DAX in Frankfurt hingegen kletterte auf 10.273. Erstmal stieg der Ölpreis der Nordseesorte Brent heute wieder auf über 50 Dollar pro Fass. Aus Frankfurt dazu Anja Kohl. Seit 2 Jahren sind die Verbraucher sehr billiges Benzin und Heizöl gewöhnt. Mit den extrem niedrigen Energiepreisen aber dürfte es nun vorbei sein. Dies liegt vor allem am Ölangebot. Lange kam sehr viel Öl auf die Weltmärkte, gleichzeitig sank die Nachfrage. Die Weltkonjunktur kühlte sich ab. Dies drückte den Ölpreis auf rund 30 Dollar pro Fass. Seit diesem Jahr aber steigt er wieder, heute eben auf um die 50 Dollar. Jetzt nimmt das Ölangebot ab, die Nachfrage hat wieder angezogen, die Lager sind weniger voll. Vor allem in den USA wird weniger Öl gefördert. Fracking-Firmen, die kostspielig Schiefergas aus dem Boden holen, sind pleite gegangen. Nigeria und Venezuela haben mit Wirtschaftskrisen zu kämpfen. Dort ist die Förderung fast zum Erliegen gekommen. Länder wie Saudi-Arabien dagegen pumpen immer noch auf Anschlag. Der Iran drängt bald mit großen Mengen auf den Ölmarkt zurück.
Von einer Ölknappheit kann daher keine Rede sein. Insofern müssen die Verbraucher nicht mit drastischen Preissprüngen rechnen, aber eben auch nicht mehr mit Rekordniedrigpreisen. Ja, Nigeria, das klang ja gerade in der Börse schon an. Das ist Afrikas größter Ölproduzent. Und auch sonst steckt der Staat im Westen Afrikas bezogen auf den Restkontinent eigentlich voller Superlative. Fast 180 Millionen Menschen leben dort, so viele wie in keinem anderen Land Afrikas. Und die Volkswirtschaft, sie ist die größte des Kontinents, nur spürt das Gros der Bevölkerung kaum etwas davon. Es mangelt an vielem, paradoxerweise trotz der Ölvorkommen, zum Beispiel an Benzin. Und das liegt zum einen daran, an einer desolaten industriellen Infrastruktur und zum anderen, dass Nigeria auch als einer der korruptesten Staaten Afrikas gilt. Nur wenige haben viel und die Armut der übrigen wächst. Sabine Boland. So sehen die meisten Tankstellen in Nigeria aus. Es ist nicht so, dass niemand Benzin bräuchte. Es gibt keines. Weder in der Wirtschaftsmetropole Lagos noch in der Ölhauptstadt Port Harcourt im Südosten des Landes. Und wenn es doch mal Sprit gibt, dann stehen sie stundenlang Schlange. Vor kurzem hat die Regierung den Benzinpreis um 2/3 erhöht. Mit Subventionen müsse in harten Zeiten wie diesen Schluss sein. Die temperamentvollen Nigerianer regen sich entsprechend auf. Wir leiden in Nigeria. Wir müssen unsere Kinder in die Schule schicken, Miete zahlen. Und jetzt wird das Benzin so teuer. Wie kann man denn da überleben? Das wird eine Kettenreaktion nach sich ziehen. Die Gehälter sind natürlich nicht erhöht worden, wenn sie überhaupt regelmäßig gezahlt werden. Das ist ungerecht, einfach schrecklich. Nigeria ist Afrikas größter Ölproduzent. Raffinerien gibt es aber nur wenige. Deshalb muss das Land Benzin importieren. Auch Strom ist Mangelware. Generatoren laufen den ganzen Tag. Aber für die braucht man Benzin. Rohöl ist die Säule von Nigerias Wirtschaft. Das Niger-Delta, wo internationale Konzerne das schwarze Gold fördern, ist jedoch von Umweltschäden gezeichnet und von der Regierung vernachlässigt. Militär ist in der unsicheren Region überall präsent. In Bori, einer kleinen Stadt im Delta, warten sie im örtlichen Krankenhaus darauf, dass ihre Klinik endlich besser ausgestattet wird. Armut ist unser größtes Problem. Wir haben nichts, speziell in dieser Gegend nicht. Politisch sind wir im Delta an den Rand gedrängt. Immerhin kommen jetzt Vertreter des Gesundheitsministeriums, um sich zu erkundigen, was die Klinik braucht. Es fehlt an allem. Es gibt noch nicht mal ein Röntgengerät in der 140-Betten-Klinik. Die Regierungsleute kommen regelmäßig, aber bisher haben sie noch nichts zum Guten verändert. Präsident Buhari ist seit einem Jahr im Amt. Die Hoffnungen waren groß, dass Afrikas bevölkerungsreichstes Land unter ihm einen Schritt nach vorne machen würde. Doch Nigerias Zukunft sieht zurzeit düster aus, nicht nur im Niger-Delta. Irgendwann im Juni wird das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, das UNHCR, wohl seinen Jahresbericht 2015 herausgeben. Noch stammen die aktuellsten Zahlen aus 2014. Und dort heißt es, das Land, das weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, das ist die Türkei. Mit nahezu 1,6 Millionen Menschen. Das entspricht fast der Bevölkerung von ganz Hamburg. Und eine solche Masse zu versorgen, das erfordert natürlich nicht nur eine enorme Hilfsbereitschaft, sondern auch eine ganz besondere Logistik. Wie bringt man zum Beispiel die Spenden oder das Geld anderer Staaten möglichst direkt zu den Flüchtlingen? Vielleicht am besten so, wie es die meisten von uns mittlerweile handhaben, nämlich auf einer Geldkarte. In der Türkei gibt es dazu jetzt sogar einen Pilotversuch. Oliver Meyer-Rüth. Kriegsflüchtlinge auf dem Weg zum Supermarkt. Ömer stammt aus Syrien. Seit 3 Jahren leben er und seine Familie in der türkischen Stadt Gaziantep. Der Vater von 5 Kindern war in Aleppo Schuhverkäufer. In der Türkei ist er arbeitslos. Jahrelang bekam er Lebensmittelrationen. Jetzt kauft er mit einer Geldkarte ein, die von einer Hilfsorganisation ausgestellt wurde. Diese überweist auf die Karte monatlich knapp 30 € pro Familienmitglied. Ömer findet das gut.
Vorher war das Geld knapp, niemand hat uns etwas geliehen. Deshalb haben wir uns sehr über die Karte gefreut. Natürlich wäre es besser, wenn Sie mehr überweisen würden, denn es ist immer noch nicht einfach, über die Runden zu kommen. Die Karte macht den Kriegsflüchtling Ömer unabhängiger. Er kann selbst entscheiden, was er kauft. Die Europäische Union will die Türkei mit insgesamt 6 Milliarden Euro bei der Flüchtlingshilfe unterstützen. Ein großer Teil des Geldes soll die etwa 3 Millionen Syrer über Geldkarten erreichen. Geldkarten für Flüchtlinge, ein Modellprojekt weltweit, sagt Matthias Eick von der EU-Kommission. Wir müssen neue Technologien gebrauchen, um den Menschen so schnell wie möglich zu helfen und so effektiv zu helfen wie möglich. Und so, Sie können sich vorstellen, anstatt wie traditionell Lastwagen mit Hilfsgütern in Länder zu schicken, können wir jetzt über diese neuen elektronischen Mittel Menschen sehr schnell helfen. Außerdem wird durch das System die lokale Wirtschaft angekurbelt. Ein positiver Nebeneffekt für die Türkei. Ein weiterer Vorteil, die Milliarden aus Europa fließen direkt und nachvollziehbar an die Flüchtlinge, anstatt irgendwo zu versickern. Auch deshalb will die EU das Modell Geldkarte möglichst schnell vergrößern. Das heißt, Flüchtlinge könnten dann in verschiedenen Supermärkten, Drogeriemärkten oder sogar Bekleidungsgeschäften mit der Karte bezahlen. Zu Hause bei Ömer Hamo. Eine Garage. Teppiche und Decken statt Wänden. Im Flüchtlingslager ist kein Platz mehr frei. So wie er und seine Familie leben die meisten syrischen Kriegsflüchtlinge in der Türkei. Die Geldkarte gebe ihnen wenigstens ein bisschen Würde und Freiheit zurück, sagt Ömer. Wir blicken in die USA. Dort hat Medienberichten zufolge Donald Trump die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner offenbar inzwischen sicher. Noch einmal Nachrichten mit Lina Zawakis. Trump habe die notwendige Delegiertenzahl erreicht, um auf dem Parteitag im Juli direkt gewählt zu werden, berichten übereinstimmend die Nachrichtenagentur AP und der Fernsehsender CNN. Beide berufen sich auf eigene Befragungen unter sogenannten ungebundenen Delegierten, die sich unabhängig von der Vorwahl frei für einen Kandidaten entscheiden können. Trump ist der letzte verbliebene Bewerber der US-Republikaner. Nach 11 Tagen ist in Bonn die UN-Klimakonferenz zu Ende gegangen. Bei der Umsetzung des Weltklimavertrages seien deutliche Fortschritte erzielt worden, sagte UN-Klimachefin Figueres zum Abschluss. Allen sei aber klar, dass deutlich mehr als bisher geschehen müsse, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, so Figueres. Auf dieses Klimaziel hatte sich die internationale Gemeinschaft im Dezember in Paris geeinigt. Überall in Deutschland haben katholische Christen heute Fronleichnam gefeiert. In Köln predigte Erzbischof Wölki vor einem hölzernen Flüchtlingsboot, Symbol für die Menschen, die unter Lebensgefahr übers Mittelmeer fliehen. In Rom zelebrierte Papst Franziskus die traditionelle Fronleichnamsmesse vor der Lateranbasilika. Die Gläubigen rief er auf, den Hungernden in der Welt zu helfen und ihr Leben nach dem Vorbild Jesu mit den Armen zu teilen. Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg haben ihren 3. Champions-League-Titel verpasst. Der DFB-Pokalsieger verlor am Abend im Stadion der italienischen Stadt Reggio Emilia das Finale gegen Olympique Lyon mit 3:4 im Elfmeterschießen. Auch die warmen Worte ihrer Gegnerin konnten Elise Boussalias Tränen kaum trocknen. Ausgerechnet der Französin in Wolfsburgs Team versagten im Elfmeterschießen die Nerven. Dass es Ralf Kellermanns Spielerin überhaupt dahin schafften, sah lange nicht so aus. Denn Lyon in Rot von Beginn an besser. Pauline Bremer, die deutsche Nationalspielerin in Reihen von Lyon, energisch und mit Übersicht. Hegerberg das 1:0 in der 12. Minute. Verdiente Führung zur Pause für den französischen Serienmeister. Als alles schon nach einem Sieg Lyons aussah, fand Wollerts präzise Flanke eine wuchtige Verwerterin. Alexandra Popp mit dem überraschenden Ausgleich 2 Minuten vor dem Ende. In der Verlängerung dann viel Leidenschaft, aber keine Tore. Und so musste das Elfmeterschießen entscheiden. Es entschied sich für Olympique Lyon. Und damit gegen Elise Boussalia, die ausgerechnet gegen ihren Ex-Club verschoss und Lyon damit zum 3. Champions-League-Titel verhalf. Ihr Gitarrist heißt Angus Young, doch die Band ist alt. Wenn auch unsterblich. Wie ein grollender Donner rollen sie seit 4 Jahrzehnten über ihre Fans hinweg. Und wenn die Höllenglocken läuten, die Hell's Bells, wie einer der Hardrock-Klassiker der australischen Band AC/DC heißt, dann gibt's kein Halten mehr.
AC/DC, Wechselstrom, Gleichstrom, Hauptsache Hochspannung, High Voltage, Rock'n'Roll eben. Und auf ihrem Highway to Hell touren AC/DC mittlerweile mit dem vierten Sänger. Der erste hörte früh auf, der zweite starb bereits 1980, dem dritten droht die Taubheit. Und nun rockert Axl Rose vertretungsweise bei AC/DC. Aber auch der Frontmann der Gruppe Guns N' Roses ging heute in Hamburg angeschlagen auf die Bühne. Getreu dem Tourmotto Rock or Bust, rocken oder kaputt gehen. Menali Butt. Er ist wieder auf den Beinen. Mit der Schiene am gebrochenen Fuß rockt Axl Rose das Stadion. Erster Deutschlandauftritt als Frontmann von AC/DC. Eine neue Stimme für eine der ältesten Rockbands der Welt. Er hat wirklich eine tolle Stimme. Aber jetzt, wo er wieder mobil ist, muss ich auf der Bühne ganz schön aufpassen, wohin ich laufe. Wir kommen uns da schon manchmal in die Quere. Eine eingespielte Truppe muss sich neu finden. Auf der Bühne und davor. AC/DC! In Hamburg treffen sie sich schon Stunden vor dem Konzert. Die Fanszene in Deutschland ist eine der größten weltweit. AC/DC vereint und bewegt. Wir gehen eigentlich zu jedem Konzert, was irgendwie erreichbar ist. Letztes Jahr war ich auf 10 Konzerte. Bin jetzt beim 29. Mein 55. Und eigentlich immer mit ihm. Brian Johnson, seit 36 Jahren Sänger der Band. Doch sein Gehör ist angeschlagen. Zwangspause. Dass nun Axl Rose den Soundtrack ihres Lebens singt, spaltet die Fangemeinschaft. Irgendwo, man gewöhnt sich ja irgendwo an einen Sänger, gerade an den Sänger, und das ist schon verdammt schwierig, ja. Ich meine, der macht das ja ganz gut, der Axl, ist meine Meinung dazu, aber ja, Brian war halt Brian. Ne? Ich denke eher, die Magie von AC/DC ist mit dem Axl weg. Es passt nicht, es passt nicht. Einige haben ihre Konzertkarten deshalb zurückgegeben. Ins Hamburger Volksparkstadion kamen heute Abend trotzdem 45.000 Fans. No one likes Niemand mag Veränderungen. Das geht uns allen so. Aber hier geht es nun mal um Brians Gesundheit. Vieles ist anders in diesen Tagen für Band und Fans. Doch eines war auch heute Abend wie immer. AC/DC rockten das Stadion. Vom ersten Song an. Ja, und darum geht's ja schließlich. Von Gitarrist Angus Young stammt übrigens der Satz, wenn man nach 5 Sekunden nicht erkennt, dass ein Song von AC/DC ist, dann ist es kein Song von AC/DC. Naja, und so ähnlich ist das natürlich mit dem guten Sven Blöger und den Wetteraussichten. Sven, dein Ding jetzt. Ja, alles klar. Danke, Thomas. Und das mit AC/DC, das kann ich nur bestätigen an der Stelle. Und jetzt schauen wir ganz schnell hier schon rum, nämlich auf die Isobarenkarte. Wenig Isobaren, das sind die dünnen weißen Linien. Auf enger Fläche, also wenige, hier praktisch keine zu sehen. Das heißt wenig Druckunterschied und damit wenig Luftbewegung. Und deswegen dümpelt die feuchte Luft so über uns rum in den nächsten Tagen. Es bleibt warm und gewittrig. Das ist die Schnellfassung des Wetterberichts. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Zusatzinformation. Und wir gucken mal auf den Strömungsfilm. Schauen Sie mal hier zur Bestätigung. Dieses Tief zwischen den Azoren und Europa, es dreht sich und dreht sich und dreht sich und bewegt sich nicht. Und genau deswegen haben auch wir zum Beispiel hier nur schwachen Wind, der uns die nächsten Tage beschäftigt, insofern als dass eben diese Schauer und Gewitter immer irgendwo rumdümpeln. Jetzt schauen wir in die Nacht hinein, vor allen Dingen Richtung Rheinland-Pfalz und Saarland. Schauer vereinzelt mit Blitz und Donner, auch in Schleswig-Holstein noch ein paar Tropfen, sonst wechselnd oder leicht bewölkt. Temperaturen morgen früh von der Nordsee bis zur Lausitz 7 bis 9, sonst 10 bis 15 Grad. Morgen der Vormittag gestaltet sich dann so, dass es hier wieder im Westen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen immer wieder regnet. Im Süden und auch in sonstigen Teilen des Landes ist es recht freundlich. Nachmittags dann allerdings in der Südhälfte Bildung von zum Teil kräftigen, örtlich unwetterartigen Regengüssen und Gewitter natürlich. Im Norden dann eher trocken, Nordrhein-Westfalen regnerisch. Die Temperaturen liegen dann im Norden bei 17 bis 22, im Süden bei 24 bis 28 Grad. Der Wind schwach aus unterschiedlichen Richtungen, nur bei Gewittern mal böig.
Am Samstag im Norden trocken, sonst wieder im Tagesverlauf Entstehung von kräftigen Gewittern. Am kräftigsten am Alpenrand. Am Sonntag dann das im Osten. Also, wenn es am Himmel mal richtig dunkel wird, Thomas, dann lieber den Rückzug antreten. Hab herzlichen Dank, lieber Sven, meine Damen und Herren. Das war's von uns. Hier folgt Comedy in der Ladies Night im Nachtmagazin. Erwartet Sie um 0 Uhr dann Anna Planken. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie es denn wollen. Dann wie immer freitags bereits um 21.45 Uhr. Also kommen Sie gut durch diese Nacht. Thank you.